Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013. Wir sind beim Rennen von Korea und starten vom vierten Platz. Kann ich hier noch einmal ganz kurz zeigen. Erster Rosberg, zweiter Alonso, dritter Vettel, vierter bin ich. Lewis Hamilton, unser größter Konkurrent, ist nur sechster. Also einen perfekten Start müssen wir hinlegen. Ich würde sagen, ab geht's, Leute. Halt. Runde 5 gehen wir auf hart. Unsere Reifen sehen wirklich nicht gut aus. Die Reifen haben zwei Runden drauf. Zwei schnelle Runden schon. Eine Einrollrunde sind drei und Ausroll sind vier. Das könnte ein ganz großes Problem werden. Aber wir warten ab und lassen uns überraschen. Oh Mann, ey, der Rosberg. Schon wieder ein Mercedes, Leute. Fernando zweiter. Labour vierter. Da seht ihr, Reifen schon komplett im Arsch. Fett. Und Kers jetzt. Innen reinstechen. Erster Platz. Und kontern. Volle Pulle, Kers. So. Ihr kleinen Arschlöcher. Meint ihr, könnt mich... Oh, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Mit Ferrari Power. Heilige Scheiße und Kanonenrohr. Leute, was für geil, was absolut geil. Wieder beim Start Plätze gewonnen. Heilige Scheiße. Benzin auf Standard für später. Oh, Benzin hoch. Komm, 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 komm. Stell um, Fernando. Ferrari, Glamour. Ja, Ferrari. Wir gehen jetzt spät gebremst. Hier stellen wir wieder auf Standard um. Ich spiele jetzt ein bisschen mit dem Sprit mal rum. Scheiße. Hat mir in dem Sinne jemand bei Facebook geschrieben, ich soll auch auf den Geraden hochstellen, den Sprit, und hier in den Infields in dem Sinne. Wieder zurückstellen. Ich lasse es jetzt ein bisschen ruhiger angehen, wegen den Reifen. Stellen wir es wieder hoch, dass er hier voll durchdreht, die auf der Geraden. Der ist es aktiviert, halbe Sekunde hinter Rosberg, vor Rosberg. Da habe ich es verkackt. Vettel 1,44, 0,96.
Eine halbe Sekunde, ne, sieben schneller wie ich, ja. So, und jetzt stellen wir wieder zurück. Ne, war zu früh, hier haben wir auch noch eine Gerade. Hier hätte ich es auch noch lassen müssen, hier hätte ich erst zurückstellen müssen. Reifen sind schon gut rund. Ja, Reifen sind rund. Aber gut blank schon wieder. Kommt immer zu weit nach draußen. Fernando ist ausgeschieden. Ja, da ist der Teamkollege doch schon mal wieder ins Allerwerteste zurückgeschossen. So, der fett wieder. Wir haben ein wenig Sprit übrig. Mal sehen, ob wir ihn in den nächsten Runden nutzen können. So können wir den Rosberg gerade ganz schön in Schacht halten mit dem Trick. So, und hier müssen wir jetzt gleich zurückstellen. Und zwar jetzt. Oh, 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 ganz ruhig, Baby. Das klappt, Leute. Du musst deinen Vorsprung vergrößern. Dein Verfolger hat weniger als eine Sekunde Rückstand und kann DRS nutzen. Die Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. Ja, es wird auch Zeit. Guckt euch das an, die haben DRS und die kommen nicht ran. Perfekt, perfekt. Wir haben den Sprit jetzt auf Standard gelassen. Der Ferrari geht einfach wie Sau gerade. Wahrscheinlich waren deswegen unsere Zeiten nicht so gut, weil wir im Infield hier sehr schlecht sind. Aber auf den Geraden holen wir das alles wieder, machen wir das gut. Versuchen wir hier nochmal alles zu pushen, bevor wir in die Box gehen. Beschleunigen. Komm, der Rosberg, ey. Oh.
Hamilton hinter uns oder Rosberg? Beide haben ja einen gelben Helm. Ist sehr schwer zu erkennen. Komm. Schneller. Oh nein. Das hat Zeit gekostet. Das hat richtig Zeit gekostet. Rosberg oder Hamilton auch drin. Der hat verloren, derjenige. Abstand ist viel größer geworden. Paris 1:43.922. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Vettel hinter uns. Und wir müssen jetzt pushen, dass wir aufholen auf die anderen wieder, weil die sind ja, gehen jetzt erst rein. Das war jetzt gerade richtig scheiße, das Geschlingelte da. Lenkung aufgemacht wieder, ich Blödmann. Oh, der ist doch da hinter mir. Beschleunige, Baby, komm. Nein, Weber, du kleine Drecksau. Nein. Alter, Weber und Vettel beide hinter mir. Rosberg total abgeschlagen. Hamilton auch nicht unter den Top 3. Das ist sehr schön für uns. Zu weit wieder rausgekommen. Eieieiei, Leute, das wird noch spannend. Und es sind noch 7 Runden. Zu weit rausgekommen. Wenn ich da zu weit rauskomme und dreckige Reifen habe, kannst du die nächste Kurve voll in die Tonne treten. Ich werde jetzt hier ohne Kers probieren. Ich habe was anderes vor. Der Ferrari geht hier auch gut genug. So, wir werden jetzt hier Kers nehmen. So. Und hier ist es gleich bergauf. Nämlich hier und hier jetzt Kers. Geht man hier zwar viel schneller durch, aber das macht ja nichts. Wenn ich da jetzt den Bremspunkt nicht wieder versaut hätte,
Keine dreckigen Räder, sehr schön. Oh, das war knapp. 1,43, 4,91, das ist die schnellste Runde gewesen, so wie es aussieht. Der Hamilton 1,42, 7,77, Hamilton ist 8 da nur. Hihihi, 8 da, Loser! I'm a loser, baby. Yeah, yeah. Ja, ich auch. Schon die ganze Zeit, du Trottel. Hier wieder bergauf mit Kers. Da holen wir richtig Vorsprung dann bei raus. Und wieder die Kurve verkackt. Mann, der schöne Vorsprung wieder hin. Hier in den Zickzack-Kurven hat der Red Bull einfach einen übelsten Vorteil. So, weiter geht's. Wir benutzen jetzt mal hier wieder Kers. Sich mal ein bisschen variieren. Komm nicht ran, trotz Kers. Trotz DRS. Hier benutzen wir jetzt mal keinen Kers, weil hier auch keine DRS-Zone ist. Und hier jetzt Kers. Schön durch die Zickzack-Kurven. Ah, wie ich das liebe hier mit Vollgas. Wieder zu weit rauszukommen, das kann doch nicht sein. Hier im Infield sind wir einfach zu schlecht. Oh, jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran. Ja, komm doch. Komm doch, Weber. Komm. Na, kommt dein Red Bull nicht in den Arsch? Jetzt hier wieder Kers. Ja, da hat der Red Bull wohl keine Leistung. Kauft euch mal einen Motor und kein Ersatzteillager. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte nicht voll auf Geschwindigkeit gehen sollen, sondern eher hier auf Infield Werte, dann hätten wir, wären wir hier eine ganze Ecke schneller und könnten wahrscheinlich die anderen auch noch in Sand stecken. Aber das hört sich nicht gut an.
Da bremst er wieder ab selber. Mama, du bist zu weit draußen gewesen, ja. Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Wenn er mich gehört hätte, dass er keine Leistung hat, der Red Bull. So, da haben wir wieder einen riesen Vorsprung. Vettel ist jetzt Zweiter. Vettel! Komm doch! Ja, da können wir die anderen jetzt wirklich gut hier in den Sand stecken. Ach, scheiße. Scheiße, scheiße. Oh, trotzdem geschafft. Nein. Nein! Nein! Schneller! Kein DS! Der hat schon 1,2 Sekunden Vorsprung. Wieder kein DS! Oh, Baby! Fühlt sich an, als wenn die Reifen fertig sind. Aber das soll jetzt keine Ausrede sein. Das war mein Fehler. Ich habe gerade den ersten Platz verbockt. Kann nicht sein, Leute. Es kann nicht sein. Oh Mann! Immer wieder, weil ich da zu weit rauskomme. Ach. Letzte Runde, einfach nur Webber. Scheiße, Leute, echt scheiße. Mann, ich habe gerade einen Hals. Aber hat sich ja irgendwie vorausgesehen, immer weil ich da auch schon alleine rausfahre, der einen Ecke. Whoever ist dir dicht auf den Fersen, versuch dich abzusetzen. Halt doch jetzt die Schnauze, ich rede. Oh, Leute.
wäre ich im Windschatten gekommen oder DRS bekommen, aber der Vettel hat sich gleich so weit abgesetzt. Wieder! Ach, leckt mich doch alle am Arsch! Kann nicht sein, Leute. Kann echt nicht wahr sein. Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Gar nicht. Klar, vor Lewis Hamilton, der ist 7. geworden. Fernando Alonso 22. Alles super in dem Sinne, aber das Rennen hätte unser sein müssen. Zweiter Platz. Hervorragende Leistung. Nein! Ganz hervorragend. Nein! Leck mich am Arsch. Mann, Leute. Ja, was soll man machen? Oh, Vettel erster, wir sind zweiter. Marc dritter, Romain Grosjean vierter, Nico Rosberg fünfter, Kimi Räikkönen sechster, Lewis Hamilton siebter, Jenson Button achter, Nico Hülkenberg neunter, Gutierrez zehnter, Sergio Perez elfter und Adrian Sutil zwölfter. So eine Scheiße. Dann bis zum Ende der Saison Weltmeister. Ja, wir sind Erster. Lewis Hamilton jetzt mit 6 Punkten hinter uns, weil er nur Achter geworden ist. Sebastian Vettel 28 Punkte. Ein ernstzunehmender Gegner, muss man jetzt lautwörtlich sagen. Ein Rennen, was ich nicht dabei bin. Und er ist 3 Punkte an uns dran. Fernando Alonso 41 Punkte schon hinter uns. Naja, und Nico Rosberg schreibe ich auch schon ab. Also, Lewis Hamilton und Vettel sind die... Ja, auf die wir aufpassen müssen. So eine Scheiße, ey. Dreck. Jubeln tun wir trotzdem. So ein scheiß Fahrfehler. Hör auf zu jubeln da hinten. Du mit deinem Vettelfinger. Mann. Kann nicht sein, Leute. Kann nicht wahr sein. Stefano Domenicali erfreut über den Podiumsplatz von Let's Player. Alle Fahrer sind auf der Jagd nach dem Sieg, aber wenn das nicht klappt, möchten sie wenigstens aufs Podium fahren. Der zweite oder dritte Platz mag kein Sieg sein, aber die Punkte sind demnoch nicht zu verachten. Über ein solches Ergebnis freut sich nun Ferrari. Fahrer Glabur Let's Player. Nächste News. Was für ein Sieg. Kaum war Sebastian Vettel in Jugam als Sieger im Ziel, begann die Lobeshymne. Einer der besten Siege der Formel 1 Geschichte geriet unser Reporter vor Ort ins Schwärmen. Doch auch hier gilt: nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Wenn ich den Fahrfehler nicht gemacht hätte, und das müssen wir jetzt so mal eindeutig sagen, hätte er nicht den Sieg eingefahren. Ja, weil unser Ferrari einfach auf der Geraden zu schnell war. Aber wir sind auch dann nicht rangekommen. Ne, das muss man sich wirklich mal überlegen. Wir sind nicht rangekommen. Ja, einmal ganz kurz E-Mails. Nächstes Rennen ist Suzuka. Eine Strecke, die ich mal wieder nicht kann. Freitag Regen, Samstag schönes Wetter, Sonntag Regen. Ja, dieses Regenrisiko etc. gucken wir uns später mal an. Im Rennen besiegt haben wir Fernando auf jeden Fall. Podiumsplätze 9 von 4 haben wir auch. Siege in der Qualifikationsduelle steht 7-7. Gleichstand. Schnellste Runden 8-6. WM-Punkte 218 zu 177. Insgesamt 4 von 5 haben wir. Renndaten. Ziel in der Qualifikation war 4. Ergebnis 4. Ziel im Rennen 1. Ergebnis 2. Deine Qualifikationsrunde 1:41.263. Was war in der Q2, ne? Glaube ich. Podiumsplatzierung 1:41.029. Podiumsplatzierung Runde 1, Runde von Nico Rosberg. Deine schnellste Rennrunde 1:43.490. Schnellste Rennrunde 1:42.777. Schnellste Rennrunde von Lewis Hamilton. Platz gewonnen 2. Ja, Leute, ich sage vielen, vielen Dank wieder fürs Einschalten beim Formel 1 2013. Vielen Dank, dass ihr zurzeit alle einschaltet, Kommentare schreibt etc. Wer kein Google Plus oder so hat, können mich auch gerne unter den Videos bei Facebook schreiben.
ja, also ihr könnt auch bei Facebook in dem Sinne die Kommentare schreiben. Bei Twitter werden meine Videos in dem Sinne auch verlinkt. Nicht bei Google Plus, weil ich zurzeit einfach dagegen bin, dass Google Plus, dass wir gezwungen werden, Google Plus in dem Sinne mitzunutzen. Und aus dem Grund teile ich meine Videos nicht bei Google Plus, sondern nur bei Facebook und bei Twitter. Ja, und aus dem Grund sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten und ja, schaltet morgen wieder ein, wenn es dann heißt Japan. Mein Name ist Labur, bis demnächst, ciao, ciao.